Groovy. Hallo liebe Freunde, ihr seid beim Gaming-Channel eures Vertrauens gelandet, nämlich bei Games. Mein Name ist Wolf und das Motto heute lautet, abonnieren geht über detonieren. Ja, ihr habt es mitbekommen, Evil Dead The Game ist ja jetzt endlich draußen und es ist sogar ein kleiner Erfolg. Es hat sich nämlich über 500.000 Mal verkauft und es gibt auch nicht wenige Leute, die finden das Ding ganz geil. Ob ich Evil Dead The Game auch so geil finde, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich habe es mir angeguckt und ich sage euch, naja, was gut geworden ist, was vielleicht nicht ganz so gut geworden ist, aber warum zumindest absolute Evil Dead Fans definitiv mal 1,5 Blicke riskieren sollten. Evil Dead ist ein, jetzt alle im Chor, asymmetrisches Horrorspiel natürlich. Allerdings mit so ein, zwei kleinen Twists. Für absolute Hardcore-Fans der Evil Dead-Filme und der Serie ist das hier wahrscheinlich wie ein vorgezogenes Weihnachten. Jedes Polygon ist vollgestopft mit Fanservice und kleinen Insider-Gags. Wir treffen auf bekannte Figuren und stolpern höchst selbst durch Locations, die wir zuvor auf der Kinoleinwand gesehen haben. Auch die Musik und die Ästhetik stimmen. Man kann dem Spiel einiges vorhalten und das werden wir in den nächsten Minuten auch durchaus tun, aber es ist offensichtlich, dass die Entwickler von Saber Interactive wirklich viel Herzblut und Liebe zum Detail hier reingesteckt haben. Warum Evil Dead für ein paar Runden durchaus Bock macht, aber schnell in gleichförmiges Rumgerenne und Gekloppe absumpft, sage ich euch jetzt. Ich hab's ja schon am Anfang gesagt, ein asymmetrisches Horrorgame haben wir hier. Aber anders als in Evolve, Freitag der 13. oder Dead by Daylight, steuern hier nicht ein paar Spieler die Menschen und ein anderer das Monster. In Evil Dead gibt es nämlich nicht das eine Monster, sondern mehrere. Okay, also konkret sieht das so aus. Wenn ihr auf der Seite der Guten, der Menschen, spielen wollt, sucht ihr euch eine Figur aus. Die sind in vier Klassen unterteilt, vom kernigen Kämpfer bis hin zum Support, der eben diese kernigen Kämpfer unterstützt. Der Job des menschlichen Teams ist es nun, auf der wirklich verblüffend großen Map zunächst drei Teile einer Karte einzusammeln, dann den kandarischen Dolch und die verlorenen Seiten des Necronomicons zu finden, dann müsst ihr so ein paar Dampfmänner besiegen und am Ende das Necronomicon beschützen. Und wenn ihr das schafft, habt ihr gewonnen. Ach, und wer jetzt nur Bahnhof versteht, das ist alles aus den Evil Dead Filmen, also wenn ihr das Spiel wirklich komplett genießen wollt, schaut euch unbedingt zumindest nochmal die drei Filme vorher an. Der andere Spieler, der Gegenspieler, will genau das natürlich verhindern. Und jetzt kommt der große Unterschied zu Dead by Daylight. Denn hier in Evil Dead spielt ihr einen substanzlosen Geist, eine unsichtbare Entität, die über die Map rast, rote Energiekugeln aufsammelt und so nach und nach immer mächtiger wird. Die eingesammelte Energie nutzt ihr dazu, Fallen aufzustellen, um die Menschen zu erschrecken und sie fortwährend unter Druck zu setzen. Seid ihr mächtig genug, könnt ihr ein paar Dämonen beschwören, mit denen ihr dann die Menschen angreift. Oder ihr nehmt sogar von den Menschen Besitz, wenn deren Angstpegel zu hoch ist. Das ist dann immer besonders lustig, einem echten menschlichen Gegenspieler die Kontrolle über seine Figur zu entreißen und auf einmal dessen Teamkameraden anzugreifen, die meisten paar Sekunden brauchen, bis sie schnallen, was abgeht. Ach ja, und alternativ könnt ihr auch ein Auto übernehmen und damit die Survivor über den Haufen fahren. Nice. Als Dämon habe ich nur ein paar Runden gespielt. Ich finde die Idee sehr reizvoll und sie ist zumindest origineller umgesetzt, als wieder mal als Killer über die Map zu rennen und einfach nur einen nach dem anderen abzuschlachten. Das Problem ist, dass ein Match sehr lange dauern kann. So im Schnitt würde ich sagen 20 bis 30 Minuten. Und zumindest für den Dämon ist die erste Matchhälfte herzlich öde, denn anfangs könnt ihr eben nicht viel anderes machen, als über die Map zu schweben und Kraft zu sammeln. Da ihr ja auch nicht wisst, wo die Menschen langgehen werden, laufen viele von euren ausgelegten Fallen einfach ins Leere. Erst so ab der zweiten Matchhälfte, wenn ihr mächtig genug für die wirklich geilen Aktionen seid, dann wird's lustig und dann ist erst so richtig was los. Und wenn die Menschen nicht spätestens im Finale wirklich zusammenarbeiten und sich absprechen, zerfetzt ihr sie in 8 von 10 Fällen. Und für die Menschen? Ist es vom Start weg weniger langweilig, aber dafür ziemlich redundant. Ihr müsst nämlich immer und immer wieder dasselbe machen, habe ich euch ja gerade schon erklärt. Karte zusammensetzen, Seiten finden, Necronomicon beschützen. Die Menschen sammeln natürlich keine Energiekugeln auf wie der Dämon, sondern sie finden bessere Waffen, Heiltränke, schützende Amulette und Bonuspunkte in Form von Energy Drinks, die sie nur für dieses Match in bessere Werte wie mehr Lebensenergie, erhöhten Schaden und so weiter stecken können. Was ja eine ganz nette Idee ist.
Das ist dann auch mein Tipp, wenn ihr am liebsten Survivor spielt. Rennt nicht einfach wie vom Affen gebissen von einem Missionsmarker zum anderen, sondern nehmt euch die Zeit zum Looten und Leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Looten und Leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Spätestens im Finale, wenn der Dämon seine maximale Kraft hat und euch mit Monstern nur so zuschmeißt, seid ihr echt aufgeschmissen, wenn ihr euch bis dahin nicht aufgepowert habt. Die Bedienung ist streckenweise unangenehm hakelig. Unsere Helden bleiben auch an schienbeinhohen Hindernissen hängen, es gibt keine Möglichkeit, sich blitzschnell umzudrehen, und wer die Idee hatte, dass ein Ausweichmanöver Ausdauer kostet, der hat offenbar zu viel Dark Souls gespielt. Wenn's hoch hergeht, werdet ihr alle paar Sekunden getroffen, habt nie genug Ausdauer zum eleganten Ausweichen. Einigen Leuten ist ja auch schon das Kampfsystem von Alan Wake sauer aufgestoßen. Aber, also man kann sagen, was man will, Ballern und Ausweichen sah da schon geil aus, wenn man das Timing mal raus hatte. In Evil Dead sieht nicht so richtig geil aus. Klar, die Waffen hauen saftig zu und an dem Klonkgeräusch der Schaufel werde ich mich nie satt hören. Klonk. Die Fernkampfwaffen haben Wumms. Aber nach dem Adrenalinrausch der ersten 10, 15 Minuten spult ihr mechanisch euer Programm ab, wenn euch die Deadites entgegenwanken. Bisschen draufkloppen, ausweichen, mal einen Schuss abgeben, wieder kloppen, einen besonders heftigen Move dazwischen hauen, rinse and repeat, bis der Gegner tot ist. Und das macht ihr auch beim nächsten. Und beim nächsten. Und beim nächsten. Und beim nächsten. Das Gameplay ist es also nicht unbedingt, das einen erbarmungslos ans Pad fesselt, sondern wohl eher der Drang, für seinen Lieblingskämpfer alle Upgrades, Skills und Kostüme freizuschalten. Und das gilt natürlich sowohl für die Menschen als auch für den Dämon. Viele Upgrades sind zwischen den Figuren aber identisch, sie kommen nur an anderer Stelle im Skilltree, sodass sich die meisten Kämpfer nach einer gewissen Zeit etwas gleich anfühlen. Der Vorteil davon ist, dass ihr euch nicht so wahnsinnig umstellen müsst, wenn ihr, sagen wir, von der Warrior zur Hunter-Klasse wechselt. Aber das unterstreicht leider das Gefühl, dass sich alles in Evil Dead nach kurzer Zeit wiederholt und ihr im Grunde immer und immer wieder dasselbe Match spielt, mit minimaler Varianz. Ich möchte aber noch ein paar kleinere Punkte positiv erwähnen. Zum einen gibt es kurze Singleplayer-Missionen, so ähnlich wie sie irgendwann für Freitag der 13. nachgereicht wurden. In diesen Missionen übernehmt ihr die Rolle von Ash, der markante Story-Höhepunkte der Filme nachspielt. Wie etwa, als er den Kopf seiner besessenen Freundin Lisa endgültig ausschalten muss. Diese Singleplayer-Missionen sind deutlich kürzer als die eigentlichen Matches, aber auch schwieriger, weil ihr euch hier kaum upgraden könnt und es gibt auch keine Checkpoints. Werdet ihr also am Ende von der Armee der Dunkelheit überrannt, müsst ihr alles normal machen. Ja, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich weiß es immer zu schätzen, wenn Entwickler noch ein bisschen was anbieten, falls man auf das eigentliche Hauptgame mal keinen Bock mehr hat. Und prinzipiell gelobt gehört auch, dass hier auch an Solospieler gedacht wurde. Die Option gibt es nämlich. Da könnt ihr mit KI-Kollegen gegen einen KI-Dämon antreten. Weil eure mechanischen Mitstreiter aber in etwa so viel Grips im Schädel haben wie ein Deadite, ist diese Möglichkeit aber wirklich nur in Notfällen eine gangbare Alternative. Naja, und das wäre ja vielleicht sogar noch zu verschmerzen, wenn ihr nicht sowieso zum Spielen von Evil Dead Online sein müsst. Ohne Verbindung könnt ihr das Spiel gar nicht starten, indem ihr dann die Möglichkeit habt, solo gegen Bots zu spielen. Alter Schwede, dieser gottverdammte Online-Zwang. Ah ja, und ich glaube, ich habe direkt einen Bug, denn wenn ich Evil Dead starte, meldet mir das Spiel, dass ich keine Internetverbindung habe und ich muss es manuell wieder schließen und dann wieder starten und dann geht's. Und zwar wirklich jedes Mal. So richtig rund und technisch sauber läuft das Ding hier noch nicht. Evil Dead ist kein Schrottspiel. Im Gegenteil, ich bin aufs Angenehmste überrascht, wie viel dieses Lizenzspiel richtig macht. Die Atmosphäre und der Humor der Filme kommen schon rüber. Das liegt nicht zuletzt natürlich auch an Bruce Campbell, der Ash wieder seine Stimme geliehen hat und dessen One-Liner mich schon zum Schmunzeln bringen, auch wenn sie sich sehr schnell wiederholen. That's right, suckers. I created life. Die Splatter-Einlagen sind deftig, aber nicht geschmacklos. Und wenn ihr ein paar Kumpels am Start und keine allzu hohen Ansprüche an komplexes und abwechslungsreiches Gameplay habt, ja, dann kann man mit dem Ding schon mal für ein, zwei, vielleicht drei Wochen Spaß haben. Ich für meinen Teil finde es dabei gar nicht so schlimm, dass der Spielablauf sich recht schnell zu wiederholen beginnt. Sowas schafft Routine, Routine schafft wiederum Beruhigung und ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und außerdem ist es ja auch ganz nett, ab und zu einfach mal den Kopf auszuschalten und seinen niederen Instinkten nachzugehen. Für mich liegt der sprichwörtliche Teufel aber im Detail. Die Bedienung meiner Helden geht mir einfach nicht flott genug von der Hand. Wenn der Ausdauerbalken mal leer ist, dauert es gefühlt ewig, bis er sich wieder gefüllt hat. Das Zielen mit der Waffe, ein heilender Schluck aus der Cola-Dose, alles dauert immer einen winzigen Tick zu lange, sodass man oftmals Treffer einsteckt, weil man noch in einer alten Animation ist, obwohl man sieht, dass da gerade ein Gegner ausholt.
Außerdem ist Evil Dead nervtötend pingelig, was Buttonkommandos angeht. Ihr steht oft 1 Millimeter zu nah oder zu weit entfernt von einem wichtigen Item und müsst erst fummelig nachjustieren, bis ihr es aufnehmen könnt. Noch ätzender, wenn ihr irgendwo hinrennt, sei es um eben einen Gegenstand aufzunehmen oder um einen gefallenen Verbündeten zu heilen, könnt ihr nicht den Knopf schon eine halbe Sekunde eher drücken, sodass eure Figur sofort mit der gewünschten Aktion beginnt, sobald sie zum Stehen kommt. Nein, ihr müsst anhalten und dann erst den entsprechenden Knopf drücken und dann wird die Aktion ausgeführt. Und ja, ich weiß, das klingt wie das überzogene Rummäkeln an kleinsten Details, aber echt, spielt mal 1-2 Runde Evil Dead und ihr werdet wissen, was ich meine. In der letzten Phase eines jeden Matches wird es echt hektisch und unübersichtlich und gerade für die Survivor echt knifflig. Was natürlich auch daran liegt, dass die Kamera meines Erachtens nach zu dicht dran ist an unseren Figuren. Richtige Übersicht habt ihr nur selten. Naja, und in so einem Kampfgetümmel hätte ich schon nett und ehrlich gesagt auch angemessen gefunden, wenn die Menschen einfach nicht so lahm und stocksteif wären. Wenn ich ganz easy im Vorbeigehen einsammeln könnte, ohne dass ich das erst im Skilltree freischalten muss. Wenn ich auf Knopfdruck herumwirbeln könnte, wenn mich mal wieder so ein untoter Penner von hinten angreift. Wenn ich die Animation zum Heilen unterbrechen könnte, wenn ich attackiert werde. Diese ganze Bedienung ist schlichtweg fummelig, unelegant und zu wenig flexibel für ein Spiel, für das Massenschlachten und Chaos zwei wesentliche Merkmale sind. Ich finde Evil Dead okay. Und würde ich Punktewertung verteilen, was ich normalerweise nicht mache, wäre das Ding bei mir eine 7 von 10, wenn es einigermaßen rund läuft und ich ein lustiges Match hatte, und eine 6 von 10, wenn ich mal wieder an einem Busch hängen geblieben bin und daraufhin verrecke. Holt's euch, wenn ihr krasse Fans der Franchise seid oder wenn ihr das hier seht und richtig Bock drauf und optimalerweise ein paar Freunde habt. Ansonsten rate ich euch, wenn ihr das mal irgendwo anspielen könnt, dann macht das für 1-2 Runden. Und entscheidet dann. Der Entwickler Saber Interactive sollte schnell mehr Inhalte zum Freispielen raushauen, die einen längerfristig motivieren. Ansonsten ist das Ding hier, fürchte ich, in ein paar Monaten so tot wie Linda, Ashs unglückliche Freundin. Ja, also wie ich es gerade im Video gesagt habe, echt, also ich bin fast überrascht, wie gut es mir dann doch gefallen hat. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der ein bisschen skeptisch war und eine komplette Vollgurke da erwartet hat. Aber das ist es nicht geworden. Schreibt doch mal in die Kommentare, findet ihr es super? Zockt ihr es gerade? Habt ihr es angezockt oder habt ihr da gar keinen Bock drauf? Oder was sind eure Ideen, Verbesserungsvorschläge? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht am Evil Dead Game? Sollte es da was Neues geben, habe ich das Thema weiterhin auf dem Radar. Also neue Inhalte, neue Missionen, neue Maps, neue Monster, neue Figuren, was auch immer. Vielleicht ist irgendwann mal ein kleines Update-Video fällig. Ich habe weiter ein Auge drauf. So, das war's. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Däumchen nach oben oder am besten sogar noch mit einem Abo. Ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Restsonntag. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Oh Mann, wir brauchen wieder einen neuen Moderator. Nächster. Sag mir mal, wo du bist. Finde ich gar nicht. Ja, genau. Ehrlich gesagt, kannst du dir gar nicht so ganz genau sagen. Ich werde gerade von irgendwelchen Zombies angegriffen. Dann platziere ich jetzt überall Fallen. Ich hoffe, du hast schon Angst. Ja, die ganze Zeit schon. Ich habe so Angst. Du wirst mich schon noch früh genug entdecken, ey. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn versteckt? Ja. der scheiß Baum. Hörst du auch das Pfeifen irgendwie? Ja, das ist ein scheiß Dämonen-Pfeifen-Flötenspieler. Achso, den kann ich spawnen über eine Fähigkeit. Achso, das. Ach, der. Hier ist ja der Flöterich. Zack. Los, Flötenspieler, mach ihn fertig. Stamp ihn hier. Zack. Schnauze. Hab dich gefunden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist mir ein unsichtbarer Sexdämon auf der Spur. Hörst du ihn, den Flötenspieler des Untergangs? Ich höre ihn. Ah, wieder Falle. Oh, ja, ist er. Achso, ja. Oh, ja. Das ist aber auch so, wenn ich alleine gegen KI spiele, ey. Immer diese Penner, die aus dem Nichts. Ach shit, hier war ich doch schon mal. Der große Turm. Geh nochmal zurück, du hast da was in der Ecke vergessen. Ah, ja, eine Falle. Du Spack.
Vor allem, ich hab's eine halbe Sekunde zu spät gesehen. Fuck. Okay, auf dich höre ich nochmal, ey. Knapp in dir, flöte ihm was um die Ohren. Nein! Nicht schon wieder. Komm hier. Bam! Shit. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Bin ich links? Bin ich rechts? Ne? Ich möchte den Dolch haben. Bitte. Ah, mein Herz schlägt so wild. Na, hörst du ihn? Ist er wieder hier in der Nähe? Er ist ganz nah bei dir, Wolf. Und er hat seine Flöte dabei. Oh nein. Oh, der Flötenspieler rastet wieder aus. Oh shit.